Was bringt das Abkommen jetzt Liechtenstein? Ist man jetzt einfach zähneknirschend OECD sauber oder hat man noch andere Vorteile? Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, bei uns ist immer der Fokus das Kundeninteresse. Der Kunde möchte, dass er nun mal länger diskriminiert ist. Er möchte aber auch nicht in eine Ecke gedrängt werden, dass man ihn laufend kriminalisiert. Von dem her bieten wir jetzt eine Brocke in Zukunft. Wir regularisieren die Vergangenheit auf einem ähnlichen Niveau, wie es die Schweiz gemacht hat mit Österreich. Und wir garantieren, dass es kein Regulierungsgefälle ist. Insgesamt, glaube ich, eine gute Ausgangslage für den Kunden, aber auch für die Beratungsbranche, wo das Abkommen nachher anwenden kann und gute Beratung für Kunden muss empfehlen. Jetzt hat ein österreichischer Kunde, wenn er in Österreich eine Stiftung errichtet, einen niedrigen Eingangssteuersatz als in Liechtenstein. Wird jetzt Liechtenstein als Stiftungsplatz für Österreicher unattraktiver? Ja, Stiftungseingangsbesteuerung war natürlich eines der Knackpunkte. Aber die Ausgangslage war, dass wir AHV verhandeln haben müssen von 25%, die die Liechtensteiner Stiftungen ja bislang in Österreich zahlen hätten müssen in der Stiftungseingangsbesteuerung. Die Österreicher haben eine Maximalforderung gehabt, haben 12,5 und wir haben dann im Kompromiss können 5 aushandeln. Ich glaube insgesamt, wenn man das Umfeld vom Liechtensteinischen Stiftungsstandort, das Know-how, aber auch die zivilrechtlichen Gegebenheiten mit dem neuen Stiftungsrecht, mit der Stiftungsrechtsreform 2008 anschaut, eine sehr gute Ausgangslage und meines Erachtens eine sehr gute Aufwertung vom Stiftungsstandort Liechtenstein. Wie attraktiv ist es jetzt in Zukunft für österreichische Anleger in Liechtenstein noch Geld anzulegen, sei es in Stiftungen, sei es in Vermögensstrukturen? Das muss jeder für sich selber entscheiden. Einerseits im Hinblick auf die Rechtsinstitute, welche Motivation er hat, so etwas zu wählen, so eine Konstruktion. Bezüglich der Kapitalerträge, die er aus dieser Verwaltung erlöst, ist die Kapitalertragssteuer fällig von 25%, so wie auch bei einer Privatvermögensverwaltung bei einer österreichischen Bank. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten für österreichische Anleger, vor allem für die Altlasten. Man kann entweder die Anonymität wählen und anonym die Abgeltungssteuer entrichten oder man kann sich selbst anzeigen bei der österreichischen Finanz. Was ist da besser? Auch das muss jeder Investor für sich selber entscheiden. Die Wirtschaftstreuhänder und Steuerberater kennen ja diese Möglichkeit schon vom Schweizer Abkommen und viele wählen die Selbstanzeige. Die müssen dann transparent offenlegen und vor allem nachversteuern. Und die Nachversteuerung kann günstiger sein als die Abgeltungssteuer. Dazu kommt, dass man das Geld, das man offengelegt hat, unvergleichlich freier verwenden kann als das Anonyme. Bei jedem anonymen Geld muss man sich bei der Verwendung dann immer wieder rechtfertigen, wo man es her hat.